Ein wahres Fest der Begegnung war der große europäische Marktplatz in Langenick, die Siegergemeinde des Dorferneuerungspreises 2010. Das dazugehörende multikommunale Fest stand ganz unter dem Motto Europa erleben. Das Dorferneuerungsprogramm, das gibt es in Vorarlberg an und für sich nicht. Und dass man dann bei so einem EU-Programm, wo es um Dorferneuerung geht, dann vorne ist, das war also die totale Überraschung. Dann ist Freude gekommen und ziemlich schnell eigentlich Bedenken, ob wir das wohl stemmen können in 2 Jahren. Das hat sich dann alles miteinander gleich einmal vermischt. Rund 1000 Gäste aus 29 europäischen Gemeinden feierten den bedeutendsten Preis für Dorferneuerung und Landentwicklung, der alle 2 Jahre verliehen wird. Ich denke, es ist in Pfalz die große Vielfalt, die wir haben, wirtschaftlich und dann auch kulturell, also mit der Pfalzer Mineralquelle, mit dem Tourismus, dann das Kraftwerk und das Steinwerk Druffer, das sind eigentlich, wir haben mehrere Standbeine, die sich ideal eigentlich ergänzen. Durch diese Betriebe hat man auch das ganze Kleingewerbe noch im Dorf, wir haben noch die Schule im Dorf und das ist eigentlich die ganze Einheit, die es ausmacht. Die unterschiedlichsten Wege zur Stärkung kleiner Dörfer werden mit diesem Preis gewürdigt. Wir haben damals gesagt, bei der Bewerbung, bei diesem Wettbewerb, sollten wir gewinnen, was wir ja nicht erwarten, dann muss uns das Land Vorarlberg hier unterstützen in der Logistik und so weiter. Und das ist auch passiert. Die Regionalentwicklung Vorarlberg, das Land Vorarlberg, die ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung in Wien und Langenick zusammen, wir haben zu viert eigentlich das Ganze gestemmt. Und ja, da muss man halt einfach das gut abstecken und zuordnen und dann geht's. Dazu gehört speziell in Langenick die praktische Anwendung der Dorfwährung Talente. 3 Tage war die Gemeinde eurofrei und präsentierte sein System der örtlichen Wertschöpfungssicherung in der internationalen Praxis. Die regionale Entwicklung in Vorarlberg hat hervorragende Ansätze und gerade diese Tage zeigen deutlich auf, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir spüren auch in der Bevölkerung eine starke Sehnsucht nach Regionalität, nach Menschen. Zahlreiche Regionalprojekte aus ganz Europa konnten sich auf dem Marktplatz vorstellen und präsentieren. Über Chancen des ländlichen Raumes in Europa galt eine Vortragsreihe mit kompetenten Referenten. Dass die Begegnung, auch das kulinarische Erleben, das sinnliche Erleben und die Information, die natürlich da auch ausgetauscht wird und im Dialog auch erarbeitet wird, neu erarbeitet wird, eine perfekte Kombination darstellen. Kulturelle Darbietungen sorgten bei Prominenz und den Besuchern trotz Regenwetter für viel Freude und gute Stimmung.